Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich bin wieder da. Was heißt, ich bin wieder da? Man hört mich wieder. Ich weiß, es kann im Hintergrund ein wenig rauschen. Ich werde mal in der Zukunft gucken, woran es liegt. Ja, neues Headset als eigentlich neu. Der Stuhl nicht, der quietscht immer noch. Wie damals, auf jeden Fall, wollte ich heute mal etwas ansprechen. Und zwar geht es heute, wie ihr wahrscheinlich schon am Bild seht, um Borussia Dortmund. Ja, Borussia Dortmund, eigentlich ein Club, der den Anspruch hat, die Bayern zu ärgern, der auch den Anspruch hat, jedes Jahr wirklich immer konstant Vizemeister zu werden. Das haben sie in den letzten Jahren eigentlich nicht geschafft, und ein Problem dieser Saison kommt noch dazu, und zwar suchen die Schwarz-Gelben einen neuen Stürmer. Ja, letztes Jahr war das ja ab der zweiten Saisonhälfte Michy Batshuayi, der hat da Pierre-Emerick Aubameyang ersetzt, der ja zu Arsenal gewechselt ist. Und ja, bei Batshuayi war halt das Problem, dass Batshuayi nur ausgeliehen war, und daher hatte der BVB keine langfristige Option, ihn zu binden, obwohl sie es gerne hätten. Jetzt ist Batshuayi wieder zu Chelsea zurückgekehrt, wurde aber letztens direkt wieder verliehen an den FC Valencia. Für den BVB dann natürlich etwas ärgerlich. Aber bevor man dann auf neue Gerüchte guckt, erstmal gucken, was der BVB denn so hat. Klar, im Moment, man könnte Maximilian Philipp im Sturm spielen lassen. Das wäre eine gute Position für ihn. Aber Maximilian Philipp ist jetzt eigentlich nicht so der Mittelstürmer-Typ von Person, und deswegen ja, ist er eine Notlösung, genauso wie es Alexander Isak wäre. Isak, klar, mehr Spielzeit würde ihm gut tun, mehr Spielzeit wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut für ihn, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit, dass er wirklich einen Stammplatz in der Bundesliga übernehmen kann. Dann, man hat gestern, jetzt wo ich das Video aufnehme, also vorgestern, wo es für euch rauskommt, ja, im Pokalspiel gesehen, mit der Not-Doppelsturm-Lösung mit Götze und mit Reus, das kam nicht so wirklich klar. Der Offensivdrang hat einfach gefehlt. Klar, Reus hat das entscheidende Siegtor geschossen, aber das hatte nichts mit der Position zu tun, und deswegen muss der BVB sich dringend einen Stürmer zulegen. Genug Gerüchte und genug Kandidaten dafür auf jeden Fall gibt es, und diese gucken wir uns in diesem Video mal an. Und da ich kein Intro habe, zeige ich euch jetzt mal meine neue Merch-Werbung, erstellt von Pasco. Link ist unten in der Videobeschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Ist richtig geil geworden. Da würde ich sagen, Film ab und bis gleich. So, da sind wir wieder, und jetzt schauen wir uns mal die Kandidaten an. Fangen wir an mit einem Stürmer von einem Top-Club, vom FC Barcelona, ein Spanier, Paco Alcácer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber ja. Auf jeden Fall, Paco Alcácer ist 24 Jahre alt und hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Klar, es ist nicht mehr der Top-Stürmer, oder es war auch nie der Top-Stürmer, weil er bei Barca halt immer in den Schatten von den großen Namen stand, und ja, er will wechseln, aber forciert eher einen Wechsel in die eigene Liga als zum BVB tatsächlich. Und ja, dass die Stürmerposition, hat auch Michael Zorc gesagt, ist zurzeit halt sicherlich die komplizierteste Position auf dem Transfermarkt. Und ja, nach den Informationen von der L'Equipe, die hat das dann berichtet, soll halt Alcácer ganz oben auf der Wunschliste vom neuen DFB-Coach Favre stehen. Und ja, es wird halt von mehreren Medien berichtet, dass halt Interesse vom BVB an ihm besteht. Und aber sie haben halt Konkurrenz durch den FC Porto, der ebenfalls interessiert ist, und Real Betis Sevilla.
Und ja, der, also Alcácer, der hat 13 Mal für Spaniens Nationalmannschaft gespielt, würde gerne Barça per Laie verlassen, aber nicht fest. Das könnte da dasselbe Problem wie bei Batshuayi sein. Und ja, Alcácer, was kann man zu ihm noch sagen? Er wechselte im Sommer 2016, also vor 2 Jahren, für 30 Millionen vom FC Valencia nach Barça. Und das ist schon eine stattliche Summe für ihn. Und ja, das hat er auf jeden Fall noch nicht zurückgezahlt. Er ist aber noch bis 2021 unter Vertrag. Das heißt, ihn fest zu verpflichten, würde dem BVB die ja, festgeschriebene Abstiegsklausel von 100 Millionen Euro, die Barça gesetzt hat, kosten. Und das ist für einen Stürmer wie Alcácer, der an einen Marktwert von 15 Millionen hat, natürlich viel zu viel. Und ja, das hat man auch gemerkt, dass Barça eigentlich nicht mehr mit ihm plant. Das heißt, er stand auch im letzten Ligaspiel nicht im Kader. Und es soll wohl sehr wahrscheinlich sein, dass Alcácer Batshuayi und Aubameyang beerben wird. Aber wenn er also wirklich seinen Wunsch durchsetzt und innerhalb der La Liga wechselt, sieht es halt etwas schlecht aus. Da muss man auf andere Alternativen zurückgreifen. Und eine andere Alternative wäre dann zum Beispiel Divock Origi. Der wurde ja auch letztes Jahr vom FC Liverpool an Wolfsburg ausgeliehen, 23 Jahre alt, Belgier, 10 Millionen Marktwert. Bei ihm soll es aber eher unwahrscheinlich sein, dass er zu Borussia Dortmund wechseln würde und wenn, dann eben auch eine Verleihe. Und ich glaube, dass Dortmund schon nach einem Stürmer sucht, der langfristig halt für sie gute Leistungen erzielen könnte. Und das könnte zum Beispiel dann Nicolas Pepe sein. Er ist erst 23 Jahre alt, spielt bei Lille rechts außen. Klar, nicht der Mittelstürmer, den man eigentlich sucht, aber 10 Millionen Marktwert ist, glaube ich, nicht die erste Lösung vom BVB oder der erste Wunsch, aber auf jeden Fall, wenn man ihn sich holt, Nicolas Pepe, wäre das keine schlechte Sache. Und ich glaube auch, dass er dann nicht nur per Laie, sondern auch fix von Lille zum BVB wechseln könnte. Ja, dann hat der BVB natürlich wieder in Jugendabteilungen rumgestöbert und dort Pedro genau unter die Lupe genommen, spielt bei Fluminense Rio de Janeiro in Brasilien, 21-jähriger Mittelstürmer, hat aber nur einen Marktwert von 1,5 Millionen. Wäre dann aber dasselbe wie bei Isak, er wäre nicht bereit dafür, sage ich mal, einen Stammplatz beim BVB zu übernehmen, oder es wäre eher cleverer für einen Club wie den BVB, der ja eigentlich einen höheren Standard in Deutschland hat, ja, einen wirklich Stürmer zu kaufen, der sich schon bewiesen hat. Und jetzt kommt das wahrscheinlich krasseste Gerücht, und zwar soll der BVB an Anthony Modest dran sein, und Modest scheint einem Wechsel gar nicht abgeneigt. Er spielt bei China, ist ja vom 1. FC Köln nach China gegangen, hat für ihn keinen Sinn ergeben. Jetzt steht er im Moment im Streit mit seinem Club, hat die FIFA um Hilfe gebeten, weil der Club ihn einfach nicht gehen lassen will, auch nicht aus dem Vertrag ja, gehen lassen will. Also Tianjin Quanjian will ihn auf jeden Fall behalten. Modest möchte aber weg, und da er die Bundesliga sehr gut kennt, würde er von einem Wechsel zu Borussia Dortmund nicht abgeneigt sein. Aber da eben jetzt der Streit noch ist mit seinem Club und Modest auch schon 30 ist, und er hatte seine höchsten Zeiten bei Köln im Alter von 28, 29. Ja, er ist klar auf jeden Fall ein guter Stürmer, aber er ist nicht so wirklich der Top-Stürmer. Und es wäre halt auch ein Risiko, weil man nicht weiß, ob er auf so einer großen Bühne bestehen kann. Er hat ja noch nie international in einem Wettbewerb gespielt, auch mit Köln nicht. Und der nächste auf der Liste, ja, Giovanni Reyna, 15-jähriges US-amerikanisches Talent, spielt bei New York. Ja, außer Frage, dass man ihn sich holt. Er ist 15 Jahre alt, also steht außer Frage, ebenso wie das Eigengewächs Youssoufa Moukoko. Würden jetzt viele denken, ja, warum ziehen die den nicht hoch? Er ist erst 13. Klar, er bringt krasse Leistungen dafür, dass er 13 ist. Er spielt in der U17. Aber er ist einfach noch schlichtweg zu jung. Da muss der BVB noch ein paar Jährchen warten. Und diese paar Jährchen warten bis vielleicht zu seinen großen Zeiten, muss auch Moise Kean. Ein Italiener mit irischen Wurzeln, 18 Jahre alt, spielt bei Juventus Turin. Ja, 12 Millionen Euro Marktwert. Ist für seine 18 Jahre für einen Mittelstürmer ganz ordentlich, bringt ganz ordentliche Leistungen. Klar, bei Juventus in der ersten Mannschaft nicht gesetzt, dadurch, dass Ronaldo jetzt auch noch kam.
glaube ich nicht, dass sich die Einsatzzeiten von ihm erhöht haben. Für den BVB vielleicht eine Überlegung wert, wenn man wirklich auf Philipp im Sturm setzen will und das mit Alcacer zum Beispiel nicht klappt, was ja eigentlich die wahrscheinlichste Lösung wäre, dann wäre er als Backup zum Beispiel ganz gut. Kommt auch darauf an, wie Alexander Isak sich dann entscheidet. Vielleicht wird er auch noch verliehen für mehr Spielpraxis. Nicht verliehen wird aber garantiert vom BVB Everton. 22 Jahre alt. Ja, man hofft, dass er ungefähr genauso wird wie Arthur, der ist jetzt zum FC Barcelona gewechselt, hat ungefähr dieselben Anlagen, ist aber auch ein Linksaußen, also für die Sturmposition, wenn man sie wirklich mit einer Spitze spielen will, kommt er leider auch nicht in Frage. Und ja, ist halt auch nicht so wirklich der Top-Stürmer. Ja, dann hätte man da noch als ja, Backup-Lösung, ist aber auch eher unwahrscheinlicher, Mbwana Samata ist ja ein Spieler aus Tansania, spielt in Belgien beim KRC Genk und hat einen Marktwert von 3 Millionen Euro, ist aber auch schon 25, also der wird sich, glaube ich, international nicht durchsetzen, kommt dafür, glaube ich, für Dortmund auch nicht in Frage. Jetzt aber Mario Mandzukic. Er will bei Juventus Turin bleiben, er hat eine starke WM gespielt. Jetzt, wo Ronaldo da ist, Higuain weg ist, vielleicht eine Chance für ihn. Er will aber bei Juve bleiben und Juve möchte ihn auch nicht abgeben. Ja, es ist aber noch unentschlossen. Vielleicht wird daraus ja etwas. Klar, er ist schon 32, aber gerade durch die Leistung bei der WM hat er eben gezeigt, dass er es noch kann. Und er könnte locker, er hat sich international schon bewiesen, er könnte locker Aubameyang Batshuayi ersetzen und theoretisch könnte er auch der Wunschkandidat auf die Stürmerposition bei BVB sein, falls es wie gesagt mit Alcacer nicht klappt. Und ja, es wird aber, denke ich mal, sehr, sehr schwierig, ihn von Juve loszueisen. Ebenso schwierig, den nächsten Spieler loszueisen, Anthony Martial. Anthony Martial steht bei Manchester United wohl vor dem Absprung. Er ist zur Geburt seines Sohnes hingeflogen, ohne den Verein um Erlaubnis zu fragen. Warum auch immer ohne Erlaubnis, aber auf jeden Fall wurde er dafür von Manchester United mit einer Geldstrafe verdonnert und ich an Martials Stelle würde auch keinen Bock mehr auf den Verein haben. Und der möchte jetzt weg und Manchester United plant auch nicht mal mit ihm. Deswegen könnte Dortmund zuschnappen. Problem, ja, die vielen anderen Interessenten, unter anderem auch Bayern München, die an dem 22-jährigen Linksaußen interessiert sind. Klar, er war bei der WM Frankreich nicht dabei, da hätte er aufblühen können, aber ein Marktwert von 56 Millionen spricht für sich. Klar, auch ein Linksaußen würde vielleicht nicht unbedingt hinkommen, aber wenn sie ihn sich holen würden, wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team, gerade auch wenn man so denkt, dass der BVB noch Spieler wie Götze oder Reus hat. Klar, ob dann Maximilian Philipp so die Einsatzzeiten bekommt, die man eigentlich für ihn vorgesehen hat, als er eben kam, das ist, stellt man in Frage. Man sucht nach einem Stürmer, klar, man hat Philipp, aber ich glaube, wenn sie wirklich einen neuen Stürmer holen wollen, ja, am wahrscheinlichsten sind da wohl Alcacer, Mandzukic und Martial, dann würde auf jeden Fall es für Philipp eng werden, ebenso wie für Alexander Isak, kann ich mir auch vorstellen, dass man den eventuell noch verleiht. Und als allerletzte Option hat man auch noch Usain Bolt. Er hat ein Probetraining gemacht, er kennt den BVB. Er ist eigentlich jetzt vielleicht nicht der begnadeste Fußballer, aber er hat Schnelligkeit. Vielleicht könnte er noch wichtig werden in dem Transferpoker, glaube ich persönlich allerdings nicht. Wen ich an Dortmunds Stelle holen würde, wäre auf jeden Fall Anthony Martial. Wäre, glaube ich, die beste Lösung. Ich würde ihn auch über Mandzukic setzen, eben weil Martial 22 ist und schon gezeigt hat, was er drauf hat. Klar, es kann ein kompletter Flop werden, das kann Mandzukic jetzt vielleicht zum Beispiel nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass Juventus Mandzukic direkt ziehen lässt, sondern vielleicht nur per Laie. Und bei Martial kann ich mir halt schon vorstellen, dass Manchester United ihn direkt ziehen lassen möchte. Kann man Geld, muss man bei Dortmund Geld in die Hand nehmen? Aber wenn Rafael Guerreiro den Verein noch zu PSG verlässt, wenn es bei PSG und Atletico kein Ergebnis wegen Felipe Luis zum Beispiel gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass der BVB genug Geld hat, um sich Martial zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz am wahrscheinlichsten ist es, dass nicht Marco Reus, sondern Paco Alcácer der neue Stürmerstar beim BVB wird und mit ihm hätten
glaube ich, alle Seiten auch kein Problem. Klar, wenn er nur per Laie kommt, wäre das natürlich blöd für den BVB, weil er dann schwer vom Barca loszueisen ist. Aber selbst wenn er mega Leistung aufspielt, glaube ich nicht, dass Barca dann sagt, hey, der war jetzt so mega super, jetzt holen wir uns den zurück und er spielt bei uns. Was aber Barca dann, glaube ich, machen könnte, ihn einfach zurückholen, teurer verkaufen. Ob der BVB sich dann durchsetzt, kann man dann nächste Saison sehen, aber er wäre auf jeden Fall eine gute Übergangslösung. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen sollte. Schreibt eure Meinung doch gerne, wen ihr nächste Saison im BVB-Trikot sehen möchtet. Doch gerne mal in die Kommentare, ob es Modest ist oder vielleicht ein Youngster wie Pedro oder, ja, Pepe. Oder ob ihr vielleicht auch glaubt, dass Reyna und Moukoko eine Zukunft beim BVB haben, eine langfristige und dort eine gute Rolle spielen. Schreibt das gerne in die Kommentare, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Bis dahin, haut rein.